nachdem wir es wieder nicht lassen konnten, hier mit Sterne gucken, hat sich Sonne, Mond und Sterne gemeldet. Und naja, hat mich gebeten, mal mein Statement zur aktuellen Lage abzugeben. Bestimmte Worte nehme ich da bewusst nicht in den Mund. Ich hole mir jetzt nur mal ein Glas raus, weil ich Durst habe und was trinken will. Und naja, dann geht's los. Folgendes habe ich dann aus meiner Sicht der Sonne, dem Mond und den Sternen zurückgeschrieben. Wir befinden uns alle in einer Non-Stop-Entwicklung, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Entwicklungen verlaufen in der Natur nie linear, sondern immer in Schüben. Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es wohl eine riesige oder auch mehrere riesige Naturkatastrophen. Siehe YouTube-Kanal Fio will's wissen. Diese Naturkatastrophen brachte das Leben auf Erden extrem durcheinander und musste sich danach neu ordnen. Eine der ersten Phasen lautete wohl, das nötige Wissen zum Überleben bzw. richtig Leben wieder zu verbreiten. Allem Anschein nach gab es ein Grüppchen von Menschen, die relativ verschont blieb an einer Stelle der Erde. Und dieses Grüppchen brachte nun das Wissen zurück in die Welt und in die Gegenden, wo es zwar Menschen gab, aber die so dermaßen gebeutelt wurden von den Naturgewalten, dass sie dem Urinstinkt verfallen mussten, um überhaupt überleben zu können. Ausgestattet mit dem Wissen über Elektrizität, Medizin und so weiter, kamen diese so verschonten Menschen zu den anderen und wurden als Götter verehrt. So entstanden meiner Meinung nach die ganzen Königshäuser weltweit. Nun aber standen die neuen Könige vor einem neuen Problem. Wie sagen sie es ihren Kindern? Im Laufe der Zeit wurde gemerkt, dass Selbsterkenntnis der einzige Weg ist, fundamentales Wissen zu vermitteln. Sonst hat man lauter Schwule, also Begriff schwul erkläre ich dir mal, also ich meine jetzt keine Homosexuellen, ne? Da gibt es noch eine andere Erklärung für schwul in der Medizin, rückgratlose Ja-Sager im Rücken. Jeder musste selbst sein Herr oder Herrin werden, um die nötige Selbstverantwortung jedem Einzelnen beizubringen. Ein anderes Problem war, dass die ganze Technik und die ganzen Fabriken zerstört waren. Somit gab es nur für die Könige das nötige Equipment, Gott zu spielen. Also musste in der nächsten Phase das Technikzeitalter wieder anbrechen, damit jeder Zugang zu den Hilfsmitteln bekommt. Diese Phase dürfte nun beendet sein. Es bedurfte einer gewissen Art von Psychologie, die Menschen dazu zu bringen, ihr Leben dem Bau von Fabriken zu widmen. Doch mit der Illusion vom Tellerwäscher zum Millionär klappte das recht gut. All die Phasen dienten bisher zur Stabilisierung der Materie. Nun haben wir alles. Fabriken, die vollautomatisch laufen und von wenigen Menschen bedient werden müssen. Obst wächst nun auch im Winter, im Gewächshaus. Und die Roboterentwicklung ist auch schon ausgereift, dass sie normale Arbeitsmenschen ersetzen könnten. Allerdings sind immer noch ein Haufen Infos der Katastrophe damals in uns gespeichert. Und das macht uns Angst und blockiert beim Wiedererlernen der Wahrheit. Doch von Generation zu Generation wird es besser. In meiner Welt hängt alles Leben zusammen. Und da Energie weder erzeugt noch vernichtet werden kann, sondern nur gewandelt, stirbt man auch nicht und ist weg, sondern kann in eine neue Runde gehen, im neuen Outfit, mit neuen Geburtsplan und neuen Erfahrungen. Dennoch sind alle bis dahin gemachten Erfahrungen gespeichert und man hat zumindest unterbewusst Zugriff darauf, Bauchgefühl etc. Du bist zum Beispiel 1998 geboren. Nach meiner Vorstellung dürftest du das gesamte Wissen der Menschheit, was bis 1998 gemacht wurde, unterbewusst in dir tragen. Deshalb sind Jüngere in meinen Augen immer intelligenter als Ältere. Zumindest unterbewusst. Theoretisch dürfte es bei dir ausreichen, diese verborgene Wahrheit nur ein einziges Mal irgendwo zu hören oder zu sehen, und es ist freigezockt. Dieses ewige Auswendiglernen, was wir aus der Schule kennen, hat nichts mit wahrem Lernen zu tun. Lernen macht im Grunde Spaß, wenn man die richtigen Pfade beschreitet. Hab auch wie du mit Wirtschaft begonnen. In jungen Jahren zieht es einen halt zuerst ins Dunkle, damit man weiß, was gerade Phase ist. Aber immer mit der Ruhe. Man geht ja nur dahin, um Licht zu machen. Yep. Wir hatten also die Phase, wo die Erde wieder bevölkert werden musste. Okay. Dann die Phase, wo die Fabriken wieder errichtet werden mussten. Okay. Nun sind wir in der Phase der Kommunikation. Die ganze Welt hat sich vernetzt. Man kann von jetzt auf nach Paraguay Bilder und Live-Videos schicken.
Allerdings ist die Phase von Fabrikenbauen noch im Schwung, also wie so eine träge Masse, ne? Also war bis vor kurzem jedenfalls noch. Das Resultat ist davon, dass reiche Frauen oft nur wegen ihres Geldes geliebt werden. Bei Männern ist es genauso. Prostitution, Organ- und Kinderhandel sind Nebenprodukte davon. Das ist eine große Gefahr für den natürlichen Aufbau des Lebens. Das Geldsystem bisher war nötig, damit das Programm Gier von den Menschen gelernt wird. Da dürften wir nun alle durch sein. Seit 2012 spätestens wird das Geldsystem jedoch systematisch heruntergefahren. Da wir in der Phase der Kommunikation stecken, gibt es auch sowas wie einen Infokrieg. Und das ist kein Geheimnis, dass man an Angst sterben kann. Aber Angst bewirkt noch etwas anderes. Man wird hellwach. Aus mir bisher unerfindlichen Gründen steht die große Masse auf Angst. Horrorfilme hier, Krimis da, Tote, wohin man blickt, wenn man Mainstream guckt. Das Spiel von Gut und Böse. Es wurde uns schon seit Kindheit anerzogen, seit Generationen. Schwarz und Weiß. Doch so ist die Natur nicht. Die Natur ist nie böse. Sie ist immer sinnvoll, wenn man genau hinsieht. Das Werkzeug zum genauen Hinsehen bekamen wir wieder vor 100 Jahren in die Hand. Das Mikroskop. Bis dahin dachte man ja, dass böse Dämonen einen bei Krankheit heimsuchen. Nun hatte man ein Mikroskop und sah diese Dämonen endlich. So bekamen wir dann die ersten antibakteriellen Medikamente, die es schafften, Symptome bei Krankheiten zu lindern. Dass die Krankheit dann aber oft länger geht als ohne Medikament, interessierte nicht, da die Symptome ja gelindert waren und derjenige zurück in die Fabrik gehen konnte. Mittlerweile wissen wir sogar offiziell, dass gewisse Bakterien nötig und sinnvoll sind und es keinen Sinn hat, alles zu killen. Doch mit dem Elektronenmikroskop sah man dann noch mehr. Viren wurde es genannt. Das alte Denken von Gut und Böse wurde beibehalten. Und hier endet erstmal dieser Text und gibt ab an die Dokumentation die 5 biologischen Naturgesetze. Hast du das schon gesehen? Ja, soviel erstmal die Antwort an Sonne, Mond und Sterne. Und jetzt hier nochmal ein kurzer Ausschnitt, den ich vor einem halben Jahr, glaube ich, war es gewesen, einem halben, dreiviertel Jahr schon mal hochgeladen hat, aber der jetzt halt interessant werden könnte. Und in dem Sinne sage ich erstmal bis bald, bis später und Ohren steif halten. Eine andere Sache, die damals noch nicht so bekannt war wie heute, ich meine, heute ist er auch noch kaum bekannt, aber die jetzigen Politiker, die haben ja eine schöne Taktik, wie sie es bekannt machen können, ne? Danke, Herr Spahn, für die Impfpflicht. Ja, das mit diesen ansteckenden Krankheiten. Ja, damals haben sie ja noch alle gedacht, dass Viren ansteckend sind, ne? Dass die durch die Luft wuseln und dann durch die Atmung aufgenommen werden und dann alle möglichen Krankheiten auslösen. Und da gibt es einen Herrn Dr. Lanka, der den mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt hat. Und der Herr Dr. Lanka hat für denjenigen 100.000 Euro Preisgeld ausgesetzt, ne, also Belohnung ausgesetzt, der es schafft, in einer einzigen zusammenhängenden Publikation zu beweisen, dass Masernviren ansteckend sind. Ne? Ein junger Arzt namens David Bardens wollte sich die 100.000 Euro holen. Also ich muss dazu sagen, Herr Dr. Lanka nimmt nur die genauesten Kriterien dafür. Also die genauesten Kriterien hat das Robert-Koch-Institut dafür rausgehauen. Und der David Bardens wollte sich, wie gesagt, die 100.000 Euro holen und hat eben viele verschiedene Publikationen präsentiert und hat damit gedacht, damit hat sich's, ne? Aber in zweiter Instanz hat dann doch der Dr. Lanka gewonnen, weil durch diesen kleinen Formfehler, dass der Herr Lanka eben das in einer zusammenhängenden Dokumentation, also wie das Virus da aus dem kranken Körper rausmacht, durch die Luft wuselt, bei dem Opfer sich andockt, ne, durch die Lungen überall hinwandert, bis er dann an irgendeinem Organ angekommen ist, wo sich das Bakterium oder das Virus dann denkt, so jetzt vermehre ich mich mal und mache meine Krankheit. Ne, das muss alles in einer einzigen zusammenhängenden Publikation mal bewiesen werden. Dann wäre ich auch dabei, dass ich sage, Viren sind ansteckend. Und solange das nicht passiert, ne, solange es da nur kleine, einzelne, verschiedene Publikationen gibt, ne, die
völlig ohne Zusammenhang sind, kann ich da nie dran glauben. Ne? Zahlen dafür haben wir am 16.11.2018 hat Dr. Lanka praktisch diesen Prozess gewonnen. Der Schwarz-Weiße da. Den habe ich da drauf. Ja. Nein, fahr weiter. Danke sehr.